Bekannter in dieser Show, guter Kumpel von Sladdy. Einer aus dem erweiterten Favoritenkreis. Aber nervös ist er immer noch, jedes Mal. Hier ist Max Sprenger. Und hat, wie ich finde, ich bin ja hier für die Fashion zuständig, ein lustiges T-Shirt an. Die Salmon Ladder, die Lachsleiter. So heißt das ganze Ding ja, unsere Himmelsleiter im Original. Siehst du? Genau dein Humor. Hatte ja wirklich in den vergangenen Jahren immer mit extremer Nervosität zu tun. Hat sich wirklich vor Durchgängen übergeben müssen. Hat aber betont, dass er das jetzt besser im Griff habe. Aber guck mal, wie ein Wildpferd hier bei den Chaosbällen. Da will man keinen Fehler machen, macht er auch nicht. Nee, weil solche Jungs ärgert das so richtig hart, wenn sie an so einem Hindernis ausscheiden würden. Tut er nicht. Das macht er auch schon immer. T-Shirt aus. Da haben wir Sladdy. Das bewegt sich, aber egal. Panzer. Ja, die kennen sich aus dem FF. Im Stuntwerk in Köln wird gemeinsam trainiert. Das ist zum Teil ein klein wenig diese Show, klar. Aber es sind die Athleten, die das Ding hier ausmachen. Das macht einfach Spaß, dabei zu sein. Ja. So, wie klackert er sich hier durch? Boah. Ah, das sieht souverän aus. Ja. Ah. Guck mal, perfekt. Mit dem Schwung mit. Der hat Feuer. Macht der die Mega-Wall? Die Mega-Wand hier bei uns? Das Monstrum? Gary Heinz war oben. Fünf Meter fünfzig. Beim Gewinnspiel. Wahnsinn, dank Max Sprenger. 2000 Euro auch noch für dich. Kann man mal mitnehmen? Hast du dir verdient, Max. Wir gucken jetzt noch mal hier kurz runter. Das ist schon auch eine ganze Ecke Wand, ne? Da unten, du wolltest nicht, oder? Ich dachte, sehe nicht drin. Ich habe mir noch die Technik ein bisschen überlegt. Anfangs langsamer, dann schnell werden. Und dann war meine Hand da auf einmal. Ja, du konntest es wirklich nicht glauben, dass du das gerade gepackt hast. Eine unfassbar gute Leistung. Sladdy, komm her. Die Trainingskumpels. Und damit setzt man sich, komm mal hier, ich komm mal zwischen euch. Damit setzt man sich, es ist immer noch mein Mikro, da setzt man sich bei den Ninjas jetzt schon so in der Szene auch eine kleine Statue, wenn man diese Wand in der Show schafft, ja, oder? Sag du mal. Das ist schon richtig krass. So, weil er ein bisschen Probleme mit seinen Füßen hatte. Und daher der zögerliche Anlauf, aber es hat ja trotzdem gereicht. Buschi hat es gerade gesagt, ist es mit der Nervosität, wir müssen es jedes Jahr fragen, ist super? Ach so, nein, aber es ist viel besser, ich genieße es wieder mehr. Ja, sehr schön, das hören wir sehr gerne und du hast allen Grund, das zu genießen, weil ich wiederhole es gerne nochmal, du hast das hier geschafft, 2000 Euro eingesammelt. Max, schön, dass du wieder da bist, schön, dass ihr wieder da seid, wir sehen euch beide nachher wieder in der Halbfinalqualifikation. Ihr seid crazy, Jungs. Geht er einfach mal 5,50 Meter nach oben und Sie zu Hause freuen sich eventuell auch. Denn jetzt haben wir 9.000 im Gewinnspiel Jackpot. Also das, da sehen wir es auch nochmal. Der Move, der die 2.000 Euro für Max bringt. Und da ganz knapp, und er kann es nicht glauben, aber umso schöner. Guck mal, dieses Bild. I did it. My way.